Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist Aldemar mit Kingdom Come Deliverance. Es geht weiter. Wir haben ewig lang letzte Folge für den Herr Kampon, für den Herrn Hans, Wein geklaut. Das war richtig cool, das hat richtig Spaß gemacht, auch wenn ich ewig lang nichts geschafft habe. Wir haben auf jeden Fall Taschendiebstahl und Schlösserknacken gut gepusht. Wir haben es geschafft. Mit dem Schlüssel vom Rüstmeister. Meine Güte. Na gut. Dann zurück zum guten Herrn Kampon, bevor die Nacht vorbei ist. Oh, jetzt bin ich aber selbst müde hier. Ah. Ach, Gott sei Dank. Wegen des Weins, den ich holen sollte. Und? Hast du ihn? Natürlich. Du bist wirklich in den Ratskeller eingebrochen? Gewiss doch. Ich hoffe, der Wein ist wirklich all den Ärger wert. Ich glaub's nicht. Du hast das wirklich durchgezogen? Du bist verrückt. Aber Herr, du hast es befohlen. Herrgott, Heinrich. Musst du denn alles so ernst nehmen? Mal sehen, ob der Wein so gut ist, wie du sagst. Worauf wartest du? Auf den Segen des Pfarrers? Na, mach schon. Runter damit. Ah, das nenne ich Wein. Roter Silvaner. Nicht zum Vergleich zu der Plörre, die sie in dieser sonst so herrlichen Einrichtung ausschenken. Das erkennt man gleich beim ersten Schluck, nicht wahr? Ja, Herr. Roter Silvaner halt. Der Geschmack ist unverkennbar. Wenn das Theresa sieht. Heinrich. Pups. Wie war Sir Hans? I'm not like the other girls. I know, Clara. You are different. You deserve more. Mm. You deserve flowers. What? What kind of flowers do you like? Well, I like all kinds. I like dandelions, sage, knotweed, and poppies. I really like poppies. Oh, Henry, did you hear that? What? The lady requests dandelions, sage, cabbages. That's not right. No, not weed and poppies. What? You want me to go flower picking now? I know I'm putting you to work again, but if you do it, I'll give you Scrivency Flavin Groschen. That much? All right. I'll go. 1600 Groschen ist jetzt auf einmal wieder englische Ausgabe. Die deutsche ist bei weitem besser. Oh mein Gott, jetzt soll ich Blumen pflücken gehen. Oh Mann, ey. Blumen wollte sie noch gleich. Salbei, was anderes. Noch was anderes und Rosen. Was wäre ein Strauß ohne Rosen? Im Garten der oberen Burg sind welche. Du Scheiße. Wie bitte? Oh Mann, ey. Okay, los geht's. Alter, was ist das für eine Quest? Was ist das für eine Quest? Nee, ich krieg keine 1600 Groschen.
Oh Mann, ich müsste gehangen werden nach diesem... Guck mal, die Sonne geht bald auf. Ich muss mich beeilen. Hopp, hopp, zack, zack. Pebbles. Nicht nur eine Fackel. Hallo, Heinrich. Hallo. Im Burggraben oder im Burghof? Was zum Teufel? Wir haben Schräglage. Wo bin ich denn hier? Ach, das ist der Keller. Hinten? Oh, das war nicht Hallo, ich. Hallo, Heinrich. Dahinter ist ein Hof. Ach, der Tag geht... es geht so nicht. Du musst beeilen. Oh Gott. Heinrich, schön, dass du da bist. Ha! Schnell, 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 schnell. Okay, und wieder zurück. Schnell, schnell, schnell. Boah, wir haben Seitenlage. Pebbles. Ich schütze dich, Heinrich. Was sollen wir denn noch holen? Zubadina. Ah, scheiße. Mist. Mehr, noch mehr, noch mehr. Gleich. Super. Salbei. Puppies. Was denn noch? Beschaffe Blumen. Ich habe Blumen beschafft. Löwenzahn wollte ich noch haben. Ah. Oh. Was willst du denn hier? Ich hätte gerne etwas Privatsphäre, wenn du erlaubst. Ich will zu meinem Mädel. Tja, wie du siehst, bin ich nicht dein oder jemand anderes Mädel. Also verpiss dich. Was hast du mit meiner Clara vor, du Hund? Ach, hör auf, er badet hier nur. Baden, ja klar. Hier, wo alle Weiber außer dir Huren sind. Archi. Oder hurst du jetzt auch um? Es reicht jetzt, Archi. Archibald? Halt du dein Maul, wir sind noch nicht fertig. Ich höre dir, dieser Herr hat mich nicht Ja, das ist durchaus wahr. Nun, also größtenteils. Nein, nichts ist passiert, gar nicht. Darüber reden wir später. Erstmal kümmere ich mich um diesen Bastard. Oh, das will ich sehen, Archibald. Archibald. Oh mein Gott, das ist... Gottes Willen, hört auf, alle Oh Gott, diese Szene. Hey, was zur Hölle machst du da? Oh Mann. Nein. Oh nein. Ich bin besoffen. Oh, Heinrich. Das ist unfair. Heinrich, bitte. Oh Mann, wir kriegen so Ärger. Nein, was ist dein scheiß Problem? Willst du einen Adligen ertränken? Oh, scheiße. Mist. Herr,
Ich wusste nicht. Geh mir aus den Augen. Na los, bevor mir wieder einfällt, dass ich dich hängen lassen könnte. Verzeihung, werter Herr. Es tut mir leid. Tut mir leid. Archie, warte! Archibald hätte mich fast ersoffen. Das war das unerholsamste Bad, das ich jemals hatte. Mist, ich fühle mich, als hätte ich die Ostsee ausgesoffen. Der Alkohol bringt dir... Verdammt richtig. Haben wir noch Wein? Bist du völlig wahnsinnig? Du willst weiter trinken? Natürlich! Erzähl mir nicht, du möchtest nach all dem nicht auch einen Schluck. Oh Gott, wo bin ich? Privaten Gelände? Oh Gott. Was passiert? Oh Mann, das ist so eine Quest. Oh Mann, oh Mann. Wo sind meine Sachen? Pebbles, wo bist du? Pebbles. Alter, da. Oh Mann, es gibt bestimmt Riesenanschiss. Riesenanschiss. Enorm riesengroßen Anschiss. Oh Mann, das wird so übel werden. Oh Mann, der Hanusch, der wird uns verdonnern. Zu allem. Erstmal gucken, ob der Hans noch lebt. Wahrscheinlich ist ihm nichts passiert. Bin mir gerade da entgegengekommen? Was wirst du mit ihm machen, Herr? Mit Archibald? Weiß nicht. Was meinst du, soll ich mit ihm tun? Eigentlich muss er bestraft werden. Du fragst mich, was du mit einem Irren machen sollst, der dich ersäufen wollte? Er war betrunken. Und eifersüchtig. Und hat versucht, uns beide zu ermorden. Du entscheidest. Aber wenn sich herumspricht, dass Herr Capon so etwas ungestraft lässt... Du hast wohl recht. Einen Tag am Schandstock hat noch jeder überlebt. Tut ihm vielleicht gut. Aber wir hatten eine Menge Spaß, was? Ich hab die 12 Groschen bekommen. Alter. Oh Gott. Was eine Quest. Das war's? Wir müssen doch die Quest übernehmen. Oh Mann, ich zieh jetzt mal wieder was an. So. So. Na, Gott sei Dank. Oh, Pebbles. Pebbles. Erzähl nichts, Theresa. Erzähl nichts, Theresa. Oh Mann, das mit den Blumen. Das war super. Das war super, ey. Oh Mann, ey. So, wer ist das hier, wer mir eine Quest geben kann? Ich hab da auch noch eine Quest. Was war das denn? Ist das der Rüstmeister? Nee. Oh. Ah, ist zu spät noch. Nee, okay. Eigentlich jetzt bin ich ausgeruht? Ich glaube schon, ne? Es geht. Es geht so. Aber warten wir mal ein bisschen. Ich will doch hier diese Quest dann nehmen. So. 9 Uhr müsste reichen. Da, wer ist das hier? Da, von dem? Ne, ist über mir. Irgendeiner von den Schreibern. Das ist bestimmt der Vogt selbst. Stimmt das? Ich habe doch versucht, mit ihm zu reden. Aber jetzt bin ich verwirrt. Da, Vogt. Und ich weiß ja nicht, dass ich hier alle beklaut habe. Schön, dich zu sehen. Meister Vogt, gibt es hier irgendwelche Neuigkeiten? Nichts, was mich kümmern muss, Gott sei Dank.
Ah, hier. Du siehst aus, als wärst du sehr beschäftigt, Meister Vogt. Hast du viel zu tun? Viel zu tun? Es ist ein Wunder, dass bei all den Besuchern die Tür noch in den Angeln hängt. Was ist denn los? Mir wurde aufgetragen, den Leuten aus Scarlets Arbeit zu geben. Hier gibt's bei Gott genug zu tun. Das Problem ist eher, alle Aufgaben gerecht zu verteilen. Verstehe. Jeder hat Mäuler zu stopfen. Am schlimmsten ist, dass mir niemand sagt, wer am dringendsten Arbeit sucht. Vielleicht kannst du helfen, Heinrich. Wie? Dir gegenüber sind die Scarletzer sicher ehrlicher. Finde heraus, wer die Arbeit am nötigsten hat. Du kannst dann entscheiden, wer was erledigt. Hilfst du mir? Sicher, ich werde tun, was ich kann. Dich schickt der Himmel. Es dauert sicher nicht lange. Du weißt doch, wie die Flüchtlinge auskommen, oder? Frag herum und finde mehr heraus. Um welche Art von Arbeit geht es denn? Der alte Hagen sucht eine Köchin. Und dann brauchen wir noch fünf Träger. Eine Köchin und fünf Träger? Das klingt nicht allzu schwer. Wo liegt das Problem? Nun ja, wir brauchen 3 Wasserträger. Die anderen sollen, Scheiße tragen. Oder Exkremente, wie der Papst sagen würde. Oh Mann. Was gibt es zur Stelle als Köchin zu sagen? Da musst du Hagen selbst fragen. Er hat mir nichts Brauchbares gesagt. Vielleicht hat er ja seine Meinung geändert. Gibt es jemanden, der mir genaueres sagen kann? Ja, der Händler Konrad Hagen ist der, der eine Köchin sucht. Sprich mit ihm. Und der junge Alex wird wissen, wer von den Scarletzern sich am besten eignet. Okay. Wir wollen nicht sagen, was da so... Warum ist das so ein Problem für dich? Tja, sie scheinen sich vor mir zu fürchten. Ich kriege nie eine brauchbare Antwort von ihnen. Wie soll ich da die richtige Entscheidung fällen? Sie sind verzweifelt. Verurteile sie nicht. Das tue ich ja nicht. Aber ich kann die Arbeit nicht einem Taugenichts geben, der sein Geld dann versäuft. Was muss ich über die Wasserträger wissen? Wir brauchen 3. Zurzeit erledigen das die Bediensteten der Bürgerschaft. Müssen sie bis zum Fluss hinunter, um Wasser zu holen? Natürlich. Wo sollen sie es sonst holen? Vom Galgenberg? Es ist keine leichte Arbeit, aber jemand muss sie tun. Was kannst du mir über die anderen Träger sagen? Es ist dreckige Arbeit, aber sie muss erledigt werden. Es gibt bei Gott genug für sie zu tun. Bei manchen Leuten läuft's schon über. Klingt widerlich. Wer würde das freiwillig tun? Wenn's sein muss, zahle ich das Doppelte von dem, was die Wasserträger bekommen. Vielleicht hilft das. Scheiße, Träger. Mehr muss ich nicht wissen. Dann viel Glück. Okay, was für ein toller Job. Na gut, Leute. Ich weiß nicht mehr, ich habe den Zeitüberblick jetzt verloren. Wir hören jetzt hier erstmal auf. Wir haben einige Quests vor uns. Ich glaube, als nächstes würde ich gerne mal eigentlich jagen gehen. Ja, das haben wir auch noch als Quest vor. Und der Henker braucht Hilfe. Ich überlege mir das noch, was wir jetzt machen. Ich würde auch gerne ein bisschen töten. Wir werden sehen. Ja, okay, Leute, das war's von mir. Bis dahin, haut rein.